Ich weiß echt nicht, was los ist, Freunde, aber das Training läuft Bombe. Also ohne Witz, läuft echt, echt gut, bin sehr zufrieden. Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal Back in Vienna, Freunde. Ich bin gestern angekommen um 23 Uhr. Ich Idiot, ja, habe ich da nochmal aufs Laufband gestellt. 7.30 Uhr aufgestanden, weil ich das Auto in die Werkstatt fahren durfte, Leute, weil ich wo angefahren bin. Aber ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt heile im Gym angekommen. Es steht eine fette Brustrückeneinheit an. Ich werde euch so ein bisschen durchs Training mitnehmen, ein bisschen mal aus dem Stand berichten, wie es läuft im Training. Und ja, wir beginnen jetzt einfach mal mit Bankdrücken, habe ich schon aufgewärmt. Kollege steht schon dahinter, das spottet. Und ja, wir haben jetzt 90 Kilo drauf, ich bin gespannt, wie die gehen. Let's go. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, you know, flexing on me, my attorney gonna call and collect. Blessings on me. Alter, 90, easy going. Ich werde, glaube ich, 92,5 mal machen. Ich hoffe, ich finde 1,25er Scheiben. Aber freut mich tatsächlich, dass es so gut läuft. Weil letztes Training, Freunde, im ersten Satz habe ich tatsächlich nur 5 gepackt. Und setzen darauf teilweise nur 4. Das heißt, heute wieder ein Training, wo es im Bankdrücken läuft, Freunde. So ist das in der Diät, auf und ab. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber freut mich zumindest. So, Freunde, ich war mal ganz kurz bei der Rezeption und habe einen richtig, richtig fetten, geilen Griff geholt, und zwar den Mag-Griff. Und ich schwör's euch, der ballert so geil. Ich weiß nicht, das ist kein normaler Latzugriff. Aber Leute, ich weiß jetzt nicht, wie ich euch das erklären soll. Auf jeden Fall ist es einfach so geil, weil ihr richtig schön in den Rücken rein squeezen könnt. Und das bockt einfach nur zu sehr. Machen wir jetzt auf jeden Fall 4 Sätze davon bei Bankdrücken, Leute. Einmal mal im Gegensatz zum letzten Training 26% gesteigert. Ich weiß nicht, was los ist, Leute. Die Wiener Luft ist natural, Freunde. Und macht mich einfach zum Monster. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, ja. 1-2 Aufwärmsätze, as always, bevor jeder Übung, bevor den Arbeitssätzen. Und starten wir rein, Leute. Wir haben uns jetzt fertig aufgewärmt, mache jetzt den ersten Arbeitssatz mit 80 Kilo. Ich war jetzt 2 Wochen nicht in diesem Gym. Das heißt, Freunde, ich muss mich mal wieder reintasten. Das letzte Mal, als ich hier war, auf jeden Fall, ich track das ja ganz immer mit, das ganze Training, was ich euch auch raten würde, um einfach nachträglich wirklich nachverfolgen zu können. Okay, ich habe da Progress gemacht, dann könnt ihr auch, das Geile ist, wenn ihr zum Beispiel mal eine Phase habt, wo ihr keinen Progress habt, könnt ihr dann anhand dessen einfach, sage ich jetzt mal, zum Beispiel feststellen, okay, was war in dieser Zeit falsch bzw. schlecht, mein Schlaf, meine Ernährung etc. Und so könnt ihr einfach mehr, sage ich jetzt mal, euer Training verbessern bzw. generell euren Lifestyle, euren Fitness-Lifestyle und eure Progression auf ein neues Level bringen. Richtig geil auf jeden Fall, strong, unbezahlte Werbung, aber kann ich euch nur empfehlen jetzt. Ich weiß echt nicht, was los ist, Freunde, aber das Training läuft Bombe. Also ohne Witz, läuft echt, echt gut, bin sehr zufrieden. Sind jetzt übrigens mittlerweile Diätwoche, mal kurz nachschauen. Ich komme gar nicht mehr mit, Freunde, Diätwoche 12 und haben jetzt noch 7 Wochen vor uns. Das heißt, noch ein gutes Stück, auch noch viel, was runter muss. Aber ja, ich bin auf jeden Fall derzeit sehr zufrieden mit Progress, es läuft. Besser kann ich es mir nicht vorstellen. Kraft habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht so übertrieben verloren. Das heißt, es läuft eigentlich alles nach Plan. Posing wird täglich in der Früh erledigt. Ich mache täglich meine Schritte, mache täglich mein Training, beziehungsweise bis auf Sonntag. Sonntag ist immer Rest, ihr wisst Bescheid. Also, es geht voran und besser kann es nicht laufen, Leute. Road to Stage, ich freue mich drauf. Das Geile ist, Leute, wenn man mit Freunden trainiert, die circa gleich stark sind wie ihr, dann müssen sie immer so, wie wenn ich zum Beispiel mit Paul trainiere, Digga, auf der Bank von 140 Kilo auf 90, 95 runterräumen, sondern nein, man kann es immer so circa gleich lassen. Das ist richtig geil. Und ja, generell finde ich es nice, mit Freunden zu trainieren. Nicht immer, ab und zu ist auch geil, mal alleine zu trainieren, aber wenn man immer wieder so ein bisschen rundherum sich hat, es motiviert einen, man kann sich gegenseitig pushen. Das ist auf jeden Fall wichtig, vor allem in der Diät. Und ja, geil für den Progress auf jeden Fall. Smooth, like cognac, I'm a big threat, yeah. I just came to sightsee and get your bitch wet. Oh. That's a big flex, stock going up like 6x. You see the drip, wrist wet. Heard somebody say that I ain't made a hit yet.
Had to hit him back with a quick text. Shit. Couldn't tell. Alter, letzte Übung. High Rows, ihr wisst Bescheid. Nochmal Fokus. Hier wird auf den Mid-Back gelegt. Deswegen, Freunde, Sitz nehmen. Schön weit runter. Ich muss selbst kurz schauen, ob das passt. Ich schaue immer, dass es so knapp, beziehungsweise ich rein theoretisch so mein Kinn abstützen kann. Übelst geil. Dann schaue ich, Freunde, ihr wisst Bescheid. Schön breit. Nach hinten, Schultern zuerst runter und wirklich schön in den Mid-Back, in den Back squeezen. Und dann wird das auch heute breiter Rücken. Like cognac, I'm a big threat, yeah. I just came to sightsee and get your bitch wet. Oh, that's a big flex. Stock going up like 6x. You see the drip, wrist wet. Heard somebody say that I ain't made a hit yet. Had to hit him back with a quick text. Shit, couldn't tell from his big check. Okay, Leute, wir sind durch mit dem Training. Niemand vielleicht sehen kann. Pump, Alter. Ist am Start, Alter. Übelst geil, ich werde nochmal ein paar Posen raus und jetzt machen wir mal eine schöne, schöne Side-Chest. Genug gesehen, Freunde. Wenn ihr mal wieder ein Update sehen wollt, was das Posing angeht, weil da ist auch richtig, richtig viel vorangegangen, vielleicht habt ihr es auch jetzt schon gesehen, hoffe ich zumindest einfach, Freunde, wenn ihr jeden Tag wirklich diese ganzen Posen macht, jeden Tag immer den Wiederholungsablauf durchgeht, ich weiß euch, das Ganze verinnerlicht sich so sehr, dass ihr euch immer sicherer werdet, immer mehr auch die Muskeln ansteuern könnt während dem Posing, weil Posing ist echt anstrengend, Freunde. Und ja, so geht es auf jeden Fall richtig, richtig gut voran derzeit. Das heißt, liken und kommentieren, Freunde, wenn ihr einen neuen Posing-Check, neues Posing-Update sehen wollt von mir, würde mich natürlich freuen. Und wir sehen uns gleich, Freunde, beim Post-Workout-Meal. Bam, Alter, wie geil, Freunde. So wie es sich gehört, Porridge mitgenommen ins Gym, einen Löffel und immer das Geilste, Freunde, ich nehme immer einen kleinen Löffel, damit ich einfach nicht allzu schnell esse. Alter, wie juicy sieht das aus, gar nicht mal. Zu geil. Auf jeden Fall, Freunde, was ich noch sagen wollte, das Training heute, davor gab es einen guten Goat. Richtig geil auf jeden Fall. Hilft mir einfach an den Tagen, wo ich wenig Motivation habe, beziehungsweise wenig Kraft und Energie habe oder wie heute sehr früh aufgestanden bin, einfach nochmal einen guten Energieschub zu bekommen, einen guten Motivationsschub und einen guten Pump auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, der Pump auf jeden Fall richtig am Start. Das Geile ist, das Teil bekommt ihr gratis zu jeder Bestellung ab 25 Euro dazu und derzeit nur für kurze Zeit bekommt ihr einfach mal auch ein veganes Kochbuch mit 100 Rezepten dazu. Das heißt, richtig geil. Das Ganze aber nur über den Link unten in meiner Videobeschreibung oder über den Link in meiner Bio. Das heißt, checkt das unbedingt aus, Leute. Ich lasse es mir jetzt schmecken, mein Porridge. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, Kommentar und Abo nicht vergessen, Freunde. 7 Weeks out. Ich bedanke mich für euren Support. 7 Wochen haben wir noch. Ich bin gespannt, was in der Zeit noch so passieren wird, wie sich die Form verändern wird und. Das heißt, lasst mich wissen, ob ihr da auf jeden Fall tägliche bzw. viele Einblicke haben wollt. Und ja, das heißt, Freunde, bis zum nächsten Video. Haut rein. Peace out.